Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute werfen wir einen Blick in die Bliss-7-Box aus dem Monat Februar. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Man erkennt es direkt, es geht um den Februar. Hier sind ganz viele Herzchen drauf. Die Bliss-7-Box ist eine Box, die monatlich erscheint, außer im Sommer. Da gibt es eine Doppelbox. Die kostet 16,90 Euro pro Box und pro Monat. Wir haben hier 5 Beauty-Produkte drin enthalten. Und dann gibt es noch den Code Bliss-7. Claudin. Damit kannst du nämlich 5 Euro auf deine erste Box sparen. Schau dazu gerne in der Infobox vorbei. Und ja, sie schaut wunderschön aus. Ist in dem klassischen Format, wie wir es auch von der Bliss-7-Box so kennen. Super zum Aufbewahren von kleinen Sachen, muss ich sagen. Und ich habe sie doppelt zugeschickt bekommen, sodass ich auch eine Box an einen von euch verlosen kann. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter diesem Video in der Infobox. Wirf da gerne mal einen Blick hinein und dann schauen wir mal in die Box rein. Und das war ein Reim. Und ich, kleines Reimemonster, habe sogar ein Reimebuch rausgebracht. Vergangene Verse. Auch das in der Infobox verlinkt. Genauso wie auch das dazugehörige. Kann man natürlich auch separat voneinander verwenden, aber ich fand, das passte ganz gut zusammen. Meine Gedanken. Mensch, ich habe einen kleinen Knoten in meinem Kopf. Und ja. Alles in der Infobox verlinkt. Wenn ihr möchtet, könnt ihr mich da gerne supporten und euch das Buch einmal anschauen. Das habe ich nämlich geschrieben, als ich 16 bis 18 war. Und da sind allerhand Herzschmerz, aber auch generell Teenager-Geschichten, Gedichte drin. Und ja, genau. Da habe ich auch schon allerhand Follower und Followerinnen von mir sehr glücklich mitmachen können, denn ich habe schon sehr positives Feedback von euch dazu erhalten. Vielen, vielen Dank. Das hat mein Herz wirklich erwärmt, dass ihr das ebenso gefeiert habt wie ich. Ja, so, Mensch. Okay, also, hier habe ich einmal die Box und dann schauen wir einfach mal, was sich hier drin befindet. Hearts on Fire ist das Motto. Es geht also wirklich Richtung Valentinstag, meine Lieben. Im Monat der Liebe braucht es einen Lipgloss für volle Lippen, einen romantischen Film, Stolz und Vorurteil, nicht so meine Welt, eine Playlist mit 100% Liebe, eine leidenschaftliche Lektüre. Ganz ehrlich, Leute, auch wenn ihr nicht gerade in festen Händen seid oder wenn ihr nicht ein Valentinstagsdate habt oder so, macht euch die Zeit, macht euch den Tag so, wie er euch am besten gefällt und habt einfach mal ein Date mit euch selbst. Auch wenn ihr in einer Beziehung seid, könnt ihr definitiv am Valentinstag auch ein Date mit euch selbst haben. Warum eigentlich nicht? Macht man sich einfach mal einen schönen Tag, einfach so, wie man ihn gerne hätte. Auch mit dem entsprechenden Abschluss, wie man ihn gerne hätte, und das finde ich vollkommen in Ordnung. Naja, hier haben wir auf jeden Fall so ein bisschen das Ganze romantisch angehaucht und da bin ich mal gespannt, inwiefern die Produkte auch dazu passen werden. Wir hatten als Abonnenten auch dieses Mal die Möglichkeit, ein Produkt auszuwählen. Da gab es so ein paar feste Produkte und es gab hier von Respire die Gelcreme. Da habe ich natürlich die Gelcreme ausgewählt, ne? Weil ich bin kein Fan von festen Produkten. 98% sind hier natürliche Inhaltsstoffe und ja, da haben wir 50 Milliliter drin. Das ist für normale bis Mischhaut geeignet, also für meine trockene, sensible Haut eher weniger. Aber ich habe mir gedacht, selbst wenn ich das dann irgendwann mal in der Verlosungsbox drin habe, freut sich die Person etwas mehr darüber als über feste Produkte. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr Team feste Produkte seid oder Team, wie nenne ich es, Tubenprodukte. Das würde mich auch mal sehr interessieren, weil ich meine, viele Hersteller kommen natürlich jetzt viel auch mit festen Produkten um die Ecke, was per se auch ganz gut ist und auch die Nachhaltigkeit wirklich, ne, ankurbelt. Man kann sie auch in vielerlei Hinsicht gut verwenden, so für den Körper, ne, für die Hände. Klar, feste Handseifen ist auch immer eine schöne Sache. Aber ich finde, irgendwann so bei Skincare und so mag ich es einfach gerne auf die klassische Art und Weise. Und wo wir wieder beim Date mit uns selbst werden. Läuft. Ja, sehr schön, Claudi. Nun, auf jeden Fall habe ich mir gedacht, dass man da auf jeden Fall ein bisschen mehr Freude mit haben wird. Keine Ahnung. War so meine Idee dahinter, ne? Dann ist hier ein Produkt drin. Das ist ja seit Ewigkeiten bekannt und jetzt irgendwie auch gerade in einem TikTok-Hype mal wieder. Egyptian Magic All-Purpose Skin Cream für Lippen, Gesicht und Körper. Das ist so ein Pöttchen. Da ist nicht so viel drin. 7,5 Milliliter. Deswegen, gut, bei Gesicht und Körper würde ich mir das auch eher punktuell aufgeben und jetzt nicht im ganzen Gesicht verteilen oder auf dem ganzen Körper. Dann ist das Pöttchen ruckzuck leer. Aber du hast hier wirklich eine feste Creme drin. Und die wird dann mit der Körperwärme, wenn du halt mit dem Finger drin rumrührst, so ein bisschen halt warm und flüssiger. Und dann kann man sich das auftragen. Ich habe die schon für die Lippen verwendet. Die ist sehr stark, gewürzt sagen. Also die hat halt was Würziges mit dabei. Muss man mögen, ne? Also war nicht unbedingt mein Vibe. Hier ist auch eine Biene drauf abgebildet. Ist da irgendwas mit Biene drin? Wahrscheinlich. Genau. Und das ist dann Radiant, Healthy, Smooth and Glowing Skin.
Bam, genau. Ja, mit Olivenöl und Honig und Bienenpollen und so. Ist halt sehr repariert, ne? Und da ist es dann ganz gut, wenn man jetzt so trockene, rissige Lippen hat, für den perfekten Kussmund geeignet, dann wahrscheinlich auch ein Stück weit. So als ich baue eine Brücke zu dem Motto. So. Dann haben wir hier etwas drin enthalten von Wild Science Lab. Smooth Move. Ein Bond Reconstruct Conditioner. Sehr schön, das mag ich. Mit Peptidkomplex und Marshmallow-Extrakt. Süß. Sehr süß. 40 Milliliter haben wir hier drin enthalten. Ja, Conditioner ist so der letzte Step, was ich mir so unter der Dusche auftrage. Ne? Erst das Shampoo, dann gegebenenfalls eine Haarmaske und dann zum Abschluss der Conditioner. Das macht einfach mehr, dass die Haare glänzen und dass es einfach den Haaren gut tut. Marshmallow. Das muss ich mal ausprobieren. Das wird dann ja wahrscheinlich sehr süß sein, aber es riecht nicht süß, Leute. Keine Ahnung, aber es ist schon irgendwie was Cooles, muss ich sagen. Und das passt auch zum Valentinstag, weil man sollte sich die Haare waschen, bevor man irgendwie zu einem Date geht oder irgendwas Besonderes macht. Ne? Macht durchaus Sinn. Hier sind wir beim Kussmund angelangt und zwar von Floss. My New Favorite Lip Gloss. 15 Gramm haben wir hier drin enthalten. Und ich meine, dass ich den auch sogar schon mal hatte oder noch habe. ATH Opaque Finish. Ich weiß nicht, ob ATH die Farbbezeichnung ist. Ich fand den auf jeden Fall damals eigentlich ganz schön, ne? So schaut er aus. Ist wirklich auch so ein bisschen My Lips But Better vom Ton her. Und ja, kann man machen, ist in so einem Tübchen drin. Und der ist, glaube ich, auch so ein ziemliches Hype-Produkt. Oder es war mal so ziemlich in einem Hype, ne? Und Lipgloss, ich trage jetzt auch schon wieder Lipgloss. Ich liebe Lipgloss. Ich mag es einfach gerne, wenn meine Lippen so ein bisschen glowiger sind. Ist aber so gar nichts, was ich tragen würde, wenn ich jetzt ein Date mit meinem Freund hätte oder so. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Nee, weil wenn ich rumknutsche, möchte ich jetzt nicht unbedingt ihm meinen Lipgloss auch noch mit draufdrücken. Aber damit die Lippen so schön juicy aussehen, dass irgendwie, keine Ahnung, dass die gegenüber sitzende Person Bock drauf hat, die Lippen zu küssen, kann man das machen. Mein Freund ist mittlerweile an dem Punkt angekommen, dass er mich sogar küsst, wenn ich ein ganz krasses Lippenöl drauf habe. Das ist Liebe, oder? Muss man wirklich sagen. Sonst fand er das immer ganz furchtbar. So, hier habe ich jetzt das letzte Produkt und das kommt in mein Fullface Beauty Boxen, glaube ich, mal mit rein. Ne? Sophia und Mabey. Small and Mighty Extreme Volume Mascara. Oha, ja, für den perfekten Augenaufschlag. Das ist Cruelty Free steht hier drauf. Und das finde ich auch sehr sympathisch. Das werde ich mir dann auf jeden Fall mit euch zusammen mal angucken. Ich kann euch mal das Bürstchen einblenden. Sophia und Mabey ist auch so eine Marke, die finden wir sonst ja nirgendwo zum Kaufen. Ne? Das ist eher so eine Marke, die wir in den Boxen drin finden. Und also so eine klassische Boxenmarke. Aber ich kann die auf jeden Fall mal ausprobieren, ob die was ist. Kann ich jetzt gerade nicht, weil ich schon ordentlich was drauf habe. Ich habe nämlich ein Fullface Beauty Boxen drauf. Eben genau das. Also so von der Art, wie das, wo diese Mascara reinkommen wird. So, hier haben wir jetzt einmal den Boxeninhalt. Es ist natürlich manchmal ganz schön schwierig, eben die Produkte passend zum Motto zu finden. Für Valentinstag, finde ich persönlich, ist es gar nicht mal so schwer, weil eigentlich brauchst du halt irgendwas, was romantisch ist. Ich persönlich hätte zum Beispiel auch gefeiert, wenn wir irgendwas gut Duftendes oder so hier mit bei gehabt hätten. Irgendwas, eine kleine Kerze vielleicht oder so, aber es ist eine Beautybox, Claudi. Eine Massagekerze wäre tatsächlich ziemlich gut gekommen. Ich glaube, das hätten alle auch sehr gefeiert. Lippenpflege war klassisch, finde ich. Mascara war auch klassisch. Aber cool finde ich auch die Gesichtscreme und auch den Conditioner, ne? Und auch, dass wir einen Lipgloss mit dabei haben. Es passt schon im Großen und Ganzen zum Motto. Man hätte es aber noch ein Tickchen besser umsetzen können, oder? Was meint ihr? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ansonsten eine schöne Box, gar keine Frage. Und auch das war mal wieder ein Reim. Das wäre es hier gewesen, ihr Lieben. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.